Karlsruher Kopf ist die Bauform eines Nahverkehrssteuerwagens. Er heißt so, weil er im AW Karlsruhe gebaut oder umgebaut wurde. Eine zweite Bauform des Steuerwagens trägt den Namen Hasenkassen wegen der eigentümlichen Form und der beengten Platzverhältnisse des Führerstandes. Beide Wagenarten gibt es auch in Hannover und zwar von Märklin. Den Hasenkassen haben wir kurz nach Erscheinen in 2009 vorgestellt. Den Karlsruher Kopf gibt es hier zu sehen als Neuheit 2014. Er ist Bestandteil eines Dreiersets Silberlinge. Silberling heißt diese Wagenbauart, weil die Außenhaut aus gebürstetem Edelstahl besteht, wodurch ihr charakteristisches Pfauenaugenmuster entstand. Alle Modelle haben werkseitig eine Innenbeleuchtung eingebaut. Den Saft dafür beziehen sie aus einem Schleifer im Steuerwagen, der ihn über stromführende Kupplungen auf die Wagen verteilt. Die Beleuchtung hebt nicht nur die Inneneinrichtung der Fahrzeuge hervor, sondern auch Kabel, die besser verborgen gehörten. Die Fahrzeuge sind sauber gefertigt und bedruckt, alle Räder laufen rund, die Buchstaben und Ziffern haben scharfe Kanten. Diverse Zugzielanzeigen und Wagenlaufschilder sind als Schiebebilder beigefügt. Die Wagen haben als Revisionsdatum das Jahr 1983. Damit sind sie Vertreter der Epoche 4, die von 1968-70 bis 1990 dauerte.